Wir haben mal wieder drei Packs zum Start der Woche von EA bekommen durch die Vorbestellerversion. Jumbo Premium Goldset, Jumbo Premium Goldset und Doppelteam der Woche Leihspieler-Set. Wir machen als erstes Jumbo Premium Goldset auf und hoffen selbstverständlich auf eine dicke Sternschnuppe. Die Sternschnuppe ist klein und es ist nur Las Traoré. Quatsch, Ibrahima Traoré. Aber es gibt noch das zweite und das dritte Pack. Das zweite Pack wird geöffnet. Wir hoffen auf eine größere Sternschnuppe. Die Sternschnuppe ist wieder da, aber sie ist nur klein und es ist diesmal immerhin Oscar. 83er Rating. Aber jetzt kommt das Highlight-Set und das ist natürlich das Doppelteam der Woche. Leihspieler-Set. Eine dicke, dicke Sternschnuppe. Aber was für eine wird es? Wird es ein Walkout? Es wird kein Walkout. Es wird Ciro Immobile. Aber noch viel wichtiger, Omar Alsommer. A.K.A. der syrische Ibrahimovic. Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7-Minute-Squads. Heute ein Team um Alsommer und Omoska. Zwei interessante Spieler. Alsommer hin vom der syrische Ibrahimovic mit fast 80 Tempo, 85 Shooting, 83 Füße, 1,92 Körpergröße, 4-Star-Skills und 4-Star-Weakfoot. Und dazu Oscar, der ehemalige talentierte Brasilianer, der mittlerweile ein richtig guter Brasilianer mit beschissenen Workrates ist. Ich bin gespannt, was wir daraus zaubern können. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Videobeschreibung, Links zu IG Vault, 6% Rabatt mit dem Comebacks Gaming TV. Dazu selbstverständlich zu meinem Merchandise. Checkt das auf jeden Fall aus. Hashtag herrlich mal wieder am Start. Werdet Teil der MGT Army und verlinkt mich auf Insta beziehungsweise natürlich auch gerne auf Twitter, wenn ihr eins von beidem nicht habt. Und allgemein Insta, Social Media Kanäle, genauso wie Twitter halt eben auch, findet ihr in der Videobeschreibung. Ich denke, wir werden heute richtig viel Spaß haben. Der Like wäre das Allerwichtigste. Zeigt mir die Treue. Es gibt einen Neustart hier auf dem Kanal. Ich denke mal, ihr habt es mittlerweile schon mitbekommen. Die Qualität stimmt wieder. Ich hoffe es zumindest. Und es gibt wahrscheinlich auch keine verpixelten Packs mehr. Das wäre zumindest eine schöne Geschichte. Der Timer wird gestartet. Ohne weiteres rumgefasselt. 7 Minuten Zeit. 3, 2, 1 und Start. Ich bin gespannt, was wir hier raus bauen können. Das Ding ist, wir sind in der syrischen Liga. Und in der syrischen Liga gibt es keine Spieler. Vor allem nicht in FIFA. Wir sind nämlich in der Saudi-Liga. Entschuldigung, war eine kleine Verwechslung jetzt gerade. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal zu dem Club von unserem Kollegen da, von unserem neuen Stürmer und schauen, was wir darin so finden werden. Werden wir das drin finden, was wir tatsächlich benutzen können für unser Squad? Oder ist das eher eine schwierige Geschichte, wenn ich jetzt überhaupt wüsste, bei welchem Club er spielt? Das ist nämlich so eine Sache. Ich glaube, bei Al-Ali, ne? Müsste es sein. Jawohl, wir haben Fetfazidis. Das wäre auf jeden Fall mal eine Möglichkeit. Das Problem dabei ist nur, dass wir bereits einen Zehner haben mit Oscar, wobei der auch zentrales Mittelfeld spielen könnte, weil wir haben ja bereits gesehen, ich sag mal so, der ist mit Medium-High-Workrate ausgestattet und dementsprechend nicht ganz so geil. Und Fetfazit ist in gewisser Weise auch eine Legende, aber wir haben auch Luis Carlos. Und Luis Carlos ist natürlich auch mal eine interessante Variante. Die Frage ist nur, nehmen wir den oder nehmen wir, damit hätten wir quasi den Strong-Link, oder nehmen wir den Alsommer? Ich weiß es nicht. Über den Fetfazidis meine ich. Ich weiß es noch nicht. Gucken wir mal rechter Flügel. Was gibt es da in der Liga? Nicht sonderlich viel. Ein Portugiesen. Das ist nicht so nice. Sprechen zwar die gleiche Sprache wie die Brasilianer, aber trotzdem geht da auf jeden Fall noch ein bisschen was Besseres. Gibt es einen Brasilianer? Es gibt Thiago. Aber es gibt anscheinend immer noch die Challenge. Und dementsprechend ist der momentan relativ teuer. Und das ist nicht so schön. Und deswegen würde ich das fast schon ausschließen. Gucken wir mal auf die linke Seite. Was gibt es da für Nationalitäten? Gibt es da was Interessantes, was ich sagen könnte? Was passt? Bismarck beispielsweise ist schnell unterwegs, ist aber leider Gottes auch relativ teuer. Und das ist natürlich ein bisschen schlecht für sein Rating. Ah, guck mal, da war er günstig. Ein Muvalat haben wir hier. 3 Sterne Skills leider Gottes nur. Was hat Bismarck? Auch nur 3 Sterne Skills, aber er hat Tempo. Ah, 400 Münzen, die sind es mir wert. Den nehmen wir. Und damit haben wir den Link zu Oscar und können dazu noch Giannis Fetfazidis einbauen. Ich denke mal, das muss auch mal sein für so eine Episode. Und ich hoffe, dass Bismarck den Alsommer gut unterstützen wird. So, Fetfa können wir dann dementsprechend dazu nehmen. Den ehemaligen Spieler von Olympiakos Piraeus und ich glaube auch Genoa. Kommt auf unsere Liste. Die Sache ist jetzt nur, wir brauchen noch einen Brasilianer, um Oscar zu verlinken. Und das ist so eine Sache in der Premier League. Es gibt nämlich brasilianische Linksverteidiger. Fabio, alles klar, der spielt bei Borough, aber das macht ja nichts. Den können wir trotzdem mitnehmen und damit hätten wir die Geschichte schon mal abgeschlossen. Wir brauchen jetzt nur noch einen Link für Oscar. Das ist dementsprechend total dumm, Fabio zu nehmen. Da müssen wir nämlich einen Innenverteidiger aus der Barclays Premier League nehmen. Und dann nehmen wir dann lieber einen Gabriel. Ich glaube, Gabriel ist die bessere Variante als David Luiz in der Hinsicht. Und stellen den dann da rein. Und als Linksverteidiger können wir irgendeinen Brasilianer nehmen, rein hypothetisch. Und dann schauen wir mal, der muss nämlich nicht in der Premier League spielen. Was wir da so haben, Azevedo hätte 4-Star-Skills und ich kann mir den auch ehrlich gesagt ziemlich gut vorstellen. Natürlich gibt es auch Alexandro und so, aber ich glaube, mit Azevedo, wenn wir ihn hier finden, fahren wir schon ganz gut. Ansonsten Wendell, auch eine interessante Variante, aber das Ding ist bei Azevedo, er hat eine Liga, in die wir auf keinen Fall noch rein müssen. Und von daher würde ich mal sagen, nehmen wir den 4-Star-Skiller von Shakhtar Donetsk. So, machen wir weiter. Alsommer ist verlinkt.
Fetfatsidis ist noch nicht verlinkt. Wir brauchen einen griechischen zentralen Mittelfeldspieler, den wir auf rechte Seite stellen. Im Idealfall ein bisschen defensiver orientiert, weil auch wenn Oscar die Workrate hat, er hat halt leider Gottes nicht die Werte dafür. Aber Kone hätte sie. Samaris hätte sie auch. Wo spielt ein Kone mittlerweile? Das ist jetzt die große Frage. Ich dachte ehrlich gesagt, er spielt noch in der Serie A. Vielleicht täusche ich mich da auch. Es gibt keinen zentral-defensiver aber. Und da haben wir Tachzidis, aber keinen Kone. Kone müsste bei Udine spielen, das heißt, vielleicht ist er mittlerweile auch Zehner, ich weiß es nicht, vielleicht auch Außenbahnspieler. Nein, er ist Zehner, hat aber nicht die Werte dafür, deswegen wäre Tachzidis wahrscheinlich die bessere Variante oder halt Samaris. Die Sache ist auch, wir brauchen einen Stronglink und ich glaube, dass wir da besser fahren. Wir gucken mal ganz kurz, was für rechte Flügel oder rechte Mittelfeldspieler es aus Griechenland gibt. Karagounis, das ist nicht so nice. Rechtes Mittelfeld. Mavrias ist auch nicht so super. Das heißt, den Vorschlag kann ich mir schon mal wieder abschminken. Es reicht ein griechischer Innenverteidiger. Es reicht aber auch ein brasilianischer Innenverteidiger. Ist jetzt schwierig, weil wir bräuchten halt theoretisch einen rechten Mittelfeldspieler aus Griechenland. Aber da gibt's nur Mavrias. Oder halt Karagounis und das passt nicht. Was machen wir da jetzt? Das ist die große Frage, die ich mir jetzt gerade stelle. Wir können... Was gibt's für griechische Innenverteidiger? Was können wir da machen? Es gibt Sokratis selbstverständlich. Aber ich glaube kaum, dass es in der Premier League einen Griechen gibt. Nein. Auch allgemein ist es, glaube ich, relativ schwierig. Wir könnten mit Manolas arbeiten. Wir bräuchten aber theoretisch eigentlich einen von... Bologna ist der falsche Verein. Von Udine oder von Cagliari. Ich weiß nicht, wo der Kollege spielt, der Tachzidis. Cagliari spielt er. Gibt es leider keinen. Wie sieht es bei Udine aus? Gibt es leider auch keinen. Wie sieht es allgemein mit griechischen zentralen Mittelfeldspielern aus? Das haben wir ja gerade schon gesehen, relativ mau. Wie ist es in der Bundesliga? Wie ist es allgemein mit griechischen Innenverteidigern? Das ist die größere Frage. Da müssen wir kurz mal ins Dream Squad gehen, weil ansonsten kommen wir hier nur mit Sokratis und Manolas rum. Das Problem ist wirklich, dass es halt Griechen sind und es gibt nicht so viele Griechen. Siovas Papadopoulos. Noch ein Papadopoulos, noch einer von Bari. Savellas, wir könnten natürlich in die Liga gehen. Also in die griechische. Nur brauchen wir da halt auch einen zentralen Mittelfeldspieler. Vom gleichen Verein. Den hätten wir mit Tsiolis. Die Zeit ist um. Angenommen, wir nehmen Tsiolis. Ein wichtiger Aspekt ist halt noch dabei. Wir brauchen, wenn dann, einen Keeper aus der Liga, aus der Hellas-Liga. Der Brasilianer ist und den gibt's nicht. Ich baue eben fertig, Sekunde. Also was ich jetzt gemacht habe, ist eigentlich unfassbar. Wir haben das Team vervollständigt, aber wie? Torwart,
Al-Enasi, ein Saudi-Arabier. Innenverteidigung, Uwini und Gabriel. Rechtsverteidiger, 65 Pace Sanko. Mittelfeld Fofana, rechts Kamano aus Guinea. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Rechtsverteidiger und einen rechten Flügel in der gleichen Liga gibt? Azevedo, Oscar, Fetfatidis, Alsoma. Das ist ein sehr, sehr exotisches Team. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Nationalitäten und 1, 2, 3, 4, 4 Ligen? 4 Ligen. Trotzdem irgendwie krass, oder was sagt ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir haben noch keine volle Chemie, das liegt ganz einfach daran, dass ich noch am besten einen brasilianischen Trainer brauche aus der Saudi-League. Aus der französischen Liga. Aber das kriegen wir schon hin. Wir sehen uns gleich im Spiel. Ich habe Julian Korb erkannt. Ich nehme an, er hat die braune Karte. Ich habe anscheinend nicht Julian Korb erkannt, sondern Antonio Candreva oder Eder oder... Ich weiß nicht, wen es sah aus wie Julian Korb. Das ist im Vergleich zu meinem Team... Es wird höchstwahrscheinlich nicht der nächste Sieg hier in den 7 Minutes Squad seit der Ewigkeit. Also mal der Pfosten. Bismarck, Nefetfatidis, 1-0. Vollkommen egal, wer es war. Herrlich, 1-0, Führungstreffer. So muss weitergehen. Oh, Alsoma, wieder der Pfosten, wieder Fetfatidis und diesmal ist es Bismarck. Der Hering trifft zum 2-0 und wieder Alsoma, wieder der Pfosten. Mann, egal, herrlich, 2-0. Bismarck sieht den schnellen Kamano, perfekte Ballannahme. Jetzt ist nur keiner in der Mitte, aber das war mal eine sehr optimistische Flanke. Oh, das wäre so ein geiles Tor geworden. Ich habe ihn schon drin gesehen. Guckt euch an, wie schnell der ist. Es ist unglaublich. Und der Pass in der Mitte kommt nicht, aber da ist Alsoma. Und wir kennen Alsoma. Der hat es nämlich drauf mit den Chops oder auch nicht. Das war richtig scheiße. Perfekt verteidigt. Und jetzt nochmal Konter, kurz vor der Halbzeit. Fetfatidis mit dem Berberspin. Jawolski, schon durchgesetzt. Und Bismarck ist so schnell. Der Hering auf der linken Seite, richtig gut gemacht. Jetzt die Flanke in die Mitte und zwar auf Alsoma. Jawollek, das war doch mal richtig herrlich, oder nicht? Mit Ansage, Freunde. 3-0, richtig gut. Oscar, das nächste Traumtor aus der Distanz. 4-0, das ist eine Demütigung hier. Wir führen den vor, richtig herrlich. Also das Zusammenspiel unserer Spieler mit den Gegnern vor allem ist wunderbar. Reyna ist der Einzige, der ein bisschen ärgert. Fetfatidis mit dem Fancy, mit der Fancy-Ballmitnahme. Und der Pass auf Kamano. Und der ist deutlich schneller als Evra. Der ist deutlich schneller als Evra. In der Mitte ist Alsoma. Oh, wie gesagt, Reyna ist Spielverderber. Wer ist Stefan El Sharawi? Hier nochmal ein Roulette zur Feier des Tages. Und der Rainbow Flick. Juhu! 65 Pace. Sanko juckt nicht. Der nimmt sie trotzdem alle auseinander. Alle nacheinander, auseinander. Die Flanke auf Alsoma. Ey, das ist unglaublich. Aber macht auch keinen Fallrückzieher, ne? Und noch eine rote Karte zur Feier des Tages. Das wird hier immer besser. Wer ist El Sharawi? Ehrentreffer gibt's bei uns nicht. Natürlich nicht. Ich darf dieses Wochenende auf keinen Fall Foot Champions spielen, weil das Spiel lief komplett für uns. Ohne Frage. Geiler Sieg. Richtig herrlich. Ich denke, viele von euch haben das Ding nicht gewinnen, aber sehr souverän mit 4-0, 17 Schüsse, 10 aufs Tor, 55% Ballbesitz, 85% Passgenauigkeit. Einfach eine richtig geile Episode mit einem richtig geilen Team. Und dem Man of the Match anscheinend, Baishama Sanko. Der langsamste Rechtsverteidiger, den ich jemals gespielt habe. Egal, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Dafür, denke ich mal, kann man auf jeden Fall heute mal ein Däumchen geben. Das war eine richtig geile Episode. Checkt die Links in der Beschreibung und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und seid dabei. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.